Herzlich willkommen zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Teil 1. Ja, ging jetzt relativ schnell gleich nach dem Halbblutprinzen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es direkt im Anschluss bringe, aber relativ zeitnah. Der Halbblutprinz ist auf jeden Fall noch nicht lange her bei mir auf dem Kanal. Und ich hatte euch ja angekündigt, dass das große Finale in zwei Teilen auch sehr bald folgen wird. Und da ist es nun. Zumindest der erste Teil. Ich hoffe, dass ich den zweiten auch gleich hinterherbringen kann. Das werdet ihr dann sehen. Aber jetzt widmen wir uns erstmal ja, dem großen Epos, das da auf uns wartet. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Ein Teil von Harry Potter, der handlungstechnisch und ortstechnisch ein bisschen aus dem Rahmen fällt im Vergleich zum Rest der Reihe. Aber das werden wir dann gleich sehen. Und ich weiß noch gar nichts von diesem Spiel. Es ist wieder ein PS3-Spiel und wir sehen hier das dunkle Mal und ansonsten nicht allzu viel. Ich könnte jetzt hier noch in die Optionen gucken, ob ich da irgendwas tun kann. Ich habe, wie gesagt, noch gar nicht reingeschaut. Helligkeit, Auto, Freischalten, Freischaltmenü? Was ist das? Freischaltcode. Ich kann Sachen freischalten. Toll, ich habe keinen einzigen Code. Mal gucken, vielleicht finde ich da noch irgendwas raus im Laufe der Zeit. Bei den Controller-Einstellungen würde ich jetzt tendenziell erstmal gucken, ob ich beim Quidditch die Steuerung invertieren kann. Aber wir spielen ja gar kein Quidditch. Y-Achse, Zielen umkehren, Empfindlichkeit, Zielhilfe. Zielhilfe 1 ist schon mal wichtig. Ja, den Rest lassen wir jetzt einfach mal. Umkehren möchte ich jetzt nicht. Es kann durchaus sein, dass wir auf Besen unterwegs sind, aber es ist ziemlich sicher, dass wir kein Quidditch spielen werden. Denn wer natürlich die Heiligtümer des Todes kennt, der weiß, dass es da etwas düsterer, turbulenter, actionreicher zur Sache geht als sonst. Und das nehme ich jetzt vorweg, dass es nicht in Hogwarts spielt. Mhm. Zumindest in weiten Teilen. Wir spielen also kein Schuljahr. So, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich spiele auf Mittel. Leicht, man muss es jetzt nicht übertreiben. Schwer muss man sich jetzt auch. Ich denke mal, Mittel ist ein guter Konsens. Und dann geht es auch schon los. Aha. Das weiß ich natürlich. Warum wird mir das jetzt eingeblendet? Es herrschen dunkle Zeiten. Nie war unsere Welt einer derart großen Bedrohung ausgesetzt. Es sind Leute verschwunden, ermordet worden. Aber ich versichere Ihnen, das Ministerium wird stark bleiben. Wir werden für Sicherheit sorgen. Unser Gast ist allen bekannt, Miss Charity Burbage, Bewunderin der Muggel und ihrer Verhaltensweise. Genug, Nagini. Was gibt es Neues? Der Orden weiß nun, dass wir das Ministerium infiltriert haben. Sie werden ihn heute Abend wegbringen. Was Harry Potter anbelangt, hat es zu viele Fehler gegeben. Heute Nacht werde ich Harry Potter persönlich töten. Alle bereit? Sobald wir im Fuchsbau sind, bist du in Sicherheit. Und wenn die Todesser uns angreifen? Werden Sie nie wissen, wer der echte Harry ist, da wir alle aussehen wie du. Festhalten, Harry! Oh Gott. Okay. Keine Ahnung, aber zauber du weiter und ich hole es hier raus. Ich würde zaubern, wenn ich wüsste wie. Also umdrehen, okay. Ich sehe mich ja schon um. Oh, ich kann Rundumblick haben, okay. Ich kann Rundumblick haben, Alter. Wie zauber ich denn? Ja, wie denn? Mit welcher Taste zauber ich? Ah, mit R2. Danke, das hättet ihr mal ein bisschen früher sagen können hier. Ich werde euch auch gleich erklären, was hier vor sich geht. Oh, das ist jetzt aber gar nicht so einfach hier. Ich dachte, ich habe mit Zielhilfe. Ah, danke.
Halte R2 gedrückt und bewege R, um zu ziehen. Na, also, das wollte ich doch wissen. Okay. Das habe ich also jetzt gecheckt. Ja, Harry wird aus dem Fuchsbau weggebracht, weil der Schutzzauber, der auf ihm liegt, mit seinem Geburtstag zur Volljährigkeit erlischt. Und damit Angreifer, die uns aus dem Weg räumen wollen, wenn wir von dort weggebracht werden, verwirrt werden, haben sich unsere Begleiter alle mit Hilfe von Vielsafttrank ebenfalls in Harry verwandelt. Und der richtige Harry ist jetzt hier mit Hagrid unterwegs. Kann ich sterben? Das ist meine erste Frage. Ich habe keine Gesundheitsanzeige, zumindest sehe ich keine. Das ist sehr beruhigend. Cool gemacht auf jeden Fall. Ja, Hagrid hat ja sein fliegendes Motorrad. Wo ist denn der Nächste? Ich sehe keinen. Hallo? Ich muss Gott sei Dank nicht steuern. Also, ich muss nur zielen und zaubern, aber ich muss nicht das Motorrad steuern. Das hat mir auch gerade noch gefehlt. Es ist schon ziemlich geil gemacht. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Ui. Es ist echt nicht so einfach. Na? Jetzt visieren doch richtig an, verdammt. Ich weiß, dass ich hier bin. Ich krieg den einfach nicht. Wahrscheinlich ist auch noch einer vor uns. Ja. Jetzt muss ich steuern, fürchte ich. Hinter uns sind noch mehr. Nee, Hagrid ist wieder wach. Okay, hinter uns sind noch mehr. Besiege alle. Alle! Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh, ich dachte, den hätte ich gehabt. Ich glaube, dass das Bild zunehmend schwarz-weiß wird, ist kein gutes Zeichen. Wo? Von vorn, von hinten. Ich kann ja nicht in alle Richtungen gleichzeitig ballern. Oh, oh, oh. Mission gescheitert. Aber jetzt bitte... Ich wollte gerade sagen, nicht alles von vorne. Ich bin auf jeden Fall so oft getroffen worden. Ah. Das ist jetzt schon so der erste Moment, in dem ich bereue, dass ich nicht auf leicht gespielt habe. Noch einer? Ich halte durch. Oh, da kommen noch mehr. Ja. Shit.
weiß, hinter uns sind auch schon wieder welche. Muss ich vielleicht gedrückt halten? Ist dann der Zauber stärker? Oh, jetzt hat es aber geklappt. Harry, was ist bei dir? Wo sind die hin? Ich weiß es nicht. Was ist, Harry? Alles in Ordnung? Harry? Ja, ist es. Wer, Harry? Es ist Voldemort. Er gehört mir. Ui. Super. Ich weiß jetzt gar nicht, wo muss ich denn... Ich muss ja mit Sicherheit Voldemort treffen. Aber den will er gar nicht richtig anvisieren. Er hat auch keine Energieanzeige. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn treffen muss. Aber ich muss mit Sicherheit auch noch die Todesser erledigen. Oh Gott. Also Voldemort ist mal richtig schnell. Ich krieg den auch teilweise gar nicht richtig ins Visier. Moment, da war gerade noch einer. Da. Ja, wenn sie da drüben sind, sehe ich es natürlich nicht, weil Hagrid im Weg ist. Da. Einige Hindernisse können nur mit Confringo zerstört werden. Für andere wird ein explosiver Trank benötigt. Ah ja. Ja, so weit sind wir ja noch gar nicht. Im Moment sind wir ja noch auf der Flucht. Jetzt nicht mehr. Schnell! Es ist Harry! Dad! Dad, hierher! Ron! Schnell! Harry! Harry, bist du in Ordnung? Was? Wo bin ich? Wo ist Hagrid? Was ist mit Voldemort? Alles in Ordnung, Harry. Hagrid geht es gut. Und der Orden hat den Fuchsbau mit Schutzzaubern versehen. Wir sind sicher. Fürs Erste. Ich sollte nicht hier sein. Ich bringe alle in Gefahr. Vorsichtig! Geh es lieber langsam an nach all den Strapazen. Außerdem können wir sowieso erst nach der Hochzeit hier weg. Was für eine Hochzeit? Bill und Fleur. Wir hätten es dir ja erzählt, aber du warst nun ja bewusstlos. Du solltest dich fertig machen. Du kannst nicht erwarten, dass er in dem Zustand zur Hochzeit geht. Nimm dir ruhig so lange Zeit, bis du dich wieder besser fühlst, Harry. Ron hat recht. Wenn ich nicht mal zu einer Hochzeit kann, wie soll ich dann die anderen Horcruxe finden? Dumbledore ist fort. Wir müssen sein Werk fortsetzen. Wir müssen Voldemort zerstören. Ich habe nachgedacht. Voldemort... Weißt schon, wer hat seine Seele in Horcruxen versteckt? Und zwei wurden zerstört, richtig? Ob er wohl weiß, dass ein Teil von ihm tot ist? Das ist mir egal. Suchen wir die anderen vier und zerstören, was übrig bleibt. Könnten wir darüber bitte später sprechen? Wir sollten Bill und Fleur nicht ihren großen Tag verderben. Sieh dich um. Ja, jetzt ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, mal kurz, uns mit dem Stand der Dinge zu beschäftigen. Also, wir wissen seit Teil 6, dass Voldemort seine Seele in Horcruxe unterteilt hat und irgendwo versteckt hat. Wir wissen, dass ein Horcrux zerstört wurde. Ja, eine holprige Landung, danke. Nämlich das Tagebuch von Tom Riddle. Wir wissen, dass es einen weiteren Horcrux gibt, nämlich das Medaillon. Wir wissen, dass ein Horcrux in Voldemort selber steckt. Also der letzte Teil seiner Seele ist er. Bleiben noch vier. Jetzt muss ich gerade überlegen. Dann der Ring wurde zerstört, der ist auch schon weg. Genau, bleiben noch drei. Drei Horcruxe und plus das Medaillon, von dem sich herausgestellt hat, dass es eine Fälschung ist, macht unterm Strich doch vier. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob ich das alles so zusammenbekomme.
Aber letztendlich, also wir müssen Horcruxe finden, wir müssen Horcruxe zerstören. Haben noch keine Ahnung, wie wir Horcruxe zerstören können. Und meine Güte, der Wahnsinn scheint in der Familie zu liegen. Wer ist das? Lunas Vater, Xenophilius. Wir sollten ihn begrüßen. Er hat Harry den ganzen Sommer über unterstützt, als der Tagesprophet die Wahrheit ignoriert hat. Außerdem ist das vielleicht die letzte Chance, mit Luna zu sprechen. Es ist schon komisch, dass alle nach Hogwarts zurückkehren, nur wir nicht. Richtig, wir haben also beschlossen, nicht nach Hogwarts zu gehen, sondern die Welt zu bereisen, um Horcruxe zu finden. Wir wurden von Voldemort verfolgt und Bill, also Rons ältester Bruder, hat beschlossen, Fleur Delacour zu heiraten. Ja, das mache ich sofort mit dem Vier-Punkte-Zauber. Fleur Delacour war ja eine von Harrys Konkurrentinnen beim Trimagischen Turnier in Harry Potter und der Feuerkelch. Sie war die Vertreterin der Bonbaton-Akademie. Und ja, sie hat dann Bill kennengelernt und die beiden möchten jetzt heiraten. Und hier in dem Spiel wirkt es so, als wäre diese Hochzeit jetzt so aus heiterem Himmel. Nein, die hat sich also schon im sechsten Teil abgezeichnet, dass die kommen wird. Und ja, man hat es hier etwas verkürzt dargestellt. Der Vier-Punkte-Zauber ist ein Kompass-Zauber, den wir jetzt wohl bewirken können. Und wie genau funktioniert er jetzt? Also, ich hatte das nämlich, da, genau, hier sehen wir quasi, wo es weitergeht. Also das ist ähnlich wie die Lego-Geister-Stats, die uns dann auch anzeigen, wo es weitergeht. Aber bevor wir zu Xenophilius Lovegood gehen, schauen wir uns mal ein bisschen um. Im Buch ist es so, dass auch Harry natürlich offizieller Gast dieser Hochzeit ist. Eine Hochzeit steht wohl noch nicht ins Haus, von Enkelkindern ganz zu schweigen. Ach schön. Also man kann auch richtig die Gespräche belauschen, wenn man dicht hingeht. Ja, auch Harry ist auf dieser Hochzeit natürlich eingeladen, aber zu seiner Sicherheit hat er viel Safttrank getrunken. Und zwar mit einem Haar eines Muggels aus dem Dorf. Also er hat quasi eine komplett fremde Gestalt und gibt sich als Cousin von Ron, glaube ich, aus, damit ihn hier eben niemand entdeckt. Ist ja nur zu seiner Sicherheit, man weiß ja nie, wer ist vielleicht Todesser, wer arbeitet heimlich für Voldemort. Und ich schaue jetzt gerade, ob ich hier irgendwie rennen kann, aber anscheinend nicht. Ich kann zaubern, aber ich kann nicht rennen. Okay, Verteidigung, was ist das? Okay, das ist einfach nur die Kamera. Ich kann auch nicht springen, zumindest noch nicht. Gut, wir gehen jetzt hier mal weiter. Hätte ich gewusst, dass es so langsam geht, dann wäre ich nicht außen um das Zelt rumgegangen. Und wir gehen mal zu Xenophilius Lovegood, also Luna Lovegoods Vater, der tatsächlich im sechsten Teil Harry großen Gefallen getan hat, indem er seine Geschichten veröffentlicht hat. Aber jetzt schauen wir mal, wie gut er immer noch auf uns zu sprechen Hallo, ist. Hallo, Mr. Lovegood. Sie wissen sicher, Mr. Potter, dass wir vom Klitterer Dumbledore hundertprozentig unterstützt haben und nun nach seinem Tod genauso hinter Ihnen stehen. Danke. Ist Luna auch da? Sie verweilt in diesem reizenden kleinen Garten. Was für eine herrliche Gnomenheimsuchung. Oder, um sie bei ihrem richtigen Namen zu nennen, den Gernumbli Gardensi. Sie sollten Mr. Weasley dazu beglückwünschen. Er hat sie eben gesucht. Danke. Ja, das werde ich. Xenophilius hat dir gesagt, dass Mr. Weasley dich sucht. Wirkt den Vier-Punkte-Zauber, um ihn zu finden. Jetzt gucken wir uns aber erstmal Xenophilius Lovegood genauer an. Und zwar achten wir hier auf dieses Symbol, an dem er hier auch gerade rumspielt, sein Amulett. Und das haben wir ja auch als Ladesymbol schon gesehen. Und das ist das Symbol der Heiligtümer des Todes. Was nun genau die Heiligtümer des Todes sind, weiß man offiziell an dieser Stelle noch nicht. Es wird aber im Laufe der Geschichte des Buchs, des Films, des Spiels natürlich noch erklärt. So, gut, wir wirken den Vier-Punkte-Zauber und suchen Mr. Weasley, der eigentlich uns sucht. Warum er uns da hinten sucht, obwohl wir hier mitten in der Menschenmenge sind, ist mir auch ein Rätsel. Sehr schön übrigens, dass Voldemort auch die Originalstimme hatte. Das ist einfach super. Mr. Weasley müsste da oben sein. Wo sollen wir denn anfangen, nach den Horcruxen zu suchen? Wenn wir nicht mal wissen, wie sie aussehen. Nun, Dumbledore hat zwei gefunden. Erst den Ring und dann das Medaillon. Ja, aber das war eine Fälschung, oder? Richtig. Aber es sah aus wie das echte. Jetzt darf ich rennen. Der Medaillon sein. Der echte Horcrux.
Oh, ich kann sogar noch schneller rennen. Okay. Ein Freund von mir war mit ihr in Beauxbatons. Wirklich? Um ehrlich zu sein? Okay, also fortbewegen können wir uns jetzt relativ zügig. Allerdings springen kann ich immer noch nicht. Zumindest habe ich noch keine Taste gefunden. Da ist Mr. Weasley. Mal sehen, was. Ach, da ist er. Mr. Weasley? Sie wollten uns sprechen? Ja, richtig. Es ist so. Es hat sich herausgestellt, dass Dumbledore euch ein paar Sachen vererbt hat. Uns allen? Ja. Dir, Ron, hat er seinen Deluminator hinterlassen. Dir, Hermine, sein Exemplar von Märchen von Beedle dem Bach. Und dir, Harry, den Schnatz, den du in deinem ersten Quidditch-Spiel gefangen hast. Dann hat er dir noch das Schwert von Godric Gryffindor hinterlassen. Aber das Ministerium meint, dass es Dumbledore nicht zustand, es wegzugeben. Doch das macht nichts, da niemand weiß, wo das Schwert ist. Hat er erklärt, was wir damit anfangen sollen? Ich fürchte nicht. Warum? Bringt ihr die Sachen nicht in eure Zimmer und kommt dann wieder zur Feier? Wir haben ja eine Hochzeit zu feiern, nicht wahr? Mom hat mir oft aus Beedle dem Baden vorgelesen. Wie sollen ein paar Kindergeschichten uns helfen, die Horcruxe zu finden? Keine Ahnung. Vielleicht wollte Dumbledore uns einfach aufheitern. Ob diese Dinge Hinweise sind? Soll es vor der Hochzeit ein großes Feuerwerk geben? Das Ministerium ist gefallen. Der Zaubereiminister ist tot. Sie kommen!